Das Boot ist fast ready. Eine ganz, ganz wichtige Sache fehlt auf jeden Fall noch und die zeigen wir euch jetzt. Ein guter Kaffee. Also Peter, auf einen guten Angeltag. Auf einen guten Angeltag. Ah, Beste. Ich bin heute mit meinem Kumpel Peter unterwegs. Hi. Und für uns geht es auf Hecht. Hechtangeln, allem voran im Flachwasser. Peter, was sagt dein Gefühl heute? Also von Bedingungen her sieht es bis jetzt sehr gut aus. Es ist noch sonnig, wir haben einen vernünftigen Wind. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, jetzt früher morgen noch im Flachwasser zu schauen, ob da der ein oder andere Pike unterwegs ist oder sogar eine dicke Mutti. Wir geben unser Bestes, wir werden sehen, was passiert. Ja. Wie wir das machen und vor allem, wie unsere Tipps sind, wie die Stellen aussehen, mit was für Ködern wir angeln, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Abgefahren, so ganz Auerlauf, Flachwasser auf Hecht gefischt und ist keine Riese, aber hat auf jeden Fall einen coolen Biss gemacht. Cool. Pultis, 18 cm, der Zanderköder. Ja, eigentlich komplett untypisch, so ein 18 cm Köder und dann ein Zander. Aber man freut sich natürlich über jeden Beifang. Cool. So ist es. Aber cool, funktioniert. Wieder auf dem Bultis. Ja, so kann es weitergehen. Sehr, sehr guter Start. Davor ein bisschen unglücklich gelaufen. Peter hatte schon exakt zwei Fehlbisse, ne? Zwei Fehlbisse hattest du schon. Das kommt vor, das passiert. Aber jetzt ist er kleben geblieben. Nach dem schönen Zander, jetzt der erste Hecht. Und genau die suchen wir. Wir sind weiter im Flachen. Und wie flach flach bedeutet, das zeigen wir euch jetzt mal. Ja, hier sieht man das mal schön, auf was für einer Tiefe wir stehen. Wir sind hier auf 2 Meter und haben noch ein bisschen Kraut stehen, so bis auf 1 Meter. Und die Köder laufen so ja, zwischen 80 cm und 1,20 Meter Tiefe. Und genau so hat es jetzt funktioniert. Schönes Flachwasserangeln, Wassertemperatur immer noch bei 12 Grad. Das funktioniert sehr schön. Leute, der nächste Fisch liegt im Kescher. Es ist ein guter Fisch. Leider haben wir den Drill nicht drauf, denn ich habe gerade die Akkus der GoPro gewechselt. Erster Wurf mit einem Jerkbait. Aber es ist kein Hecht. Dafür ist der Fisch trotzdem sehr, sehr groß. Zeig mal den Köder. 15, also auf jeden Fall kein kleiner Köder. War auch wirklich für ein Hecht gedacht. Und wenn ihr jetzt seht, was da im Kescher liegt, ja. Heute scheint ein absoluter Zandertag zu sein. Das ist ein richtig schöner Fisch. Tja, ich würde sagen, so ein. Ja, was mit der Arm? Guter 70er, ja. Anfang 70 oder sowas. Super Fisch. Richtig coolen Biss gemacht. So kann es weitergehen. Auch wenn es kein Zielfisch ist, trotzdem cool. Das macht Spaß. So, so Fische freut man sich immer. Cool. Ja, momentan fischen wir hier so ein Jerkbait, ein Flachläufer, das ist jetzt einer von Westin. Ein Swim in 15 cm. Mein Denken war jetzt einfach ein bisschen langsamer über das Kraut zu fischen und den Fischen vielleicht ein bisschen Zeit zu geben, den Köder vernünftig anzuvisieren und ein bisschen länger im Sichtfeld von dem Fisch zu bleiben. Und den wirft man einfach aus, den kann man ganz monoton durchkurbeln, aber ich mache das im Moment so aufgrund dessen, weil wir halt schon einige Fehlbisse hatten, dass ich den immer kurz stehen lasse und einmal oder zweimal kurz in die Schnur schlage, dass er quasi auf der Stelle nur eine Zickzackbewegung macht und in dem Moment kommen meistens die Bisse. Also wenn man kurz stehen lässt, das ist meistens so die heiße Phase, wenn man den Biss so erwarten kann. Wenn man durchkurbelt, dann macht er halt nur so eine ganz
monotone Zickzackbewegung durchs Wasser, also ganz langsam. Es gibt auch Tage, da stehen sie da voll drauf, aber anscheinend ist heute ein Tag, wo sie wollen, dass er kurz steht und dass sie dann packen können. Also das sind immer so zwei Führungsstile, die ich bei dem Chuckbait hier bevorzuge. Muss man immer ausprobieren, muss ein paar Würfe machen. Meistens ist es der bessere Führungsstil, ihn kurz stehen zu lassen, dass sie ihn anvisieren können und dann packen können. Da ist er, der erste bessere Zielfisch, auf einem 16 cm Gummifisch gefangen. In der Schockfarbe zeigen wir euch gleich mal. Sehr, sehr geil. So kann es weitergehen. Keine Wolken am Himmel, Sonne, das macht Spaß. Saugeiler Fisch, super. Bitte, Philipp. Danke. Das war der Übeltäter. Diese ganz klaren Farben haben nicht gut funktioniert. Deswegen bin ich jetzt auf Schock umgestiegen. Der hat auch einen sehr, sehr hohen UV-Anteil. Also den sieht auf jeden Fall jeder Fisch unter Wasser, gerade in solchen ja, Flachwasserbereichen wie hier, wo wir jetzt geangelt haben auf 2 Meter Tiefe. Mit einem kurzen Einzelhaken. Ich glaube, der Köder ist aber jetzt so langsam durch. Einen Fisch kriegt er vielleicht noch mit. Und dann den Stinger hinten. Und der Fisch hing auch ganz knapp nur am Einzelhaken. Also die Bisse sind trotzdem sehr, sehr spitz, wie es bei Peter auch der Fall war. Und ja, der bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Kein Grund zu wechseln. Und wir hoffen jetzt einfach auf den nächsten Fisch. Ich mache das ganz gerne, wenn ich jetzt hier so ein Zwei-Drilling-System habe. Den kann man nie so ganz auf Spannung bringen, weil dann der Köder halt nicht mehr richtig läuft. Deswegen nehme ich mir gerne einfach hier so ein handelsübliches Stück Bindedraht. Das schneidet man sich halt hier so ein Stückchen ab. Dann biege ich mir da quasi einfach wie ein U. Das ist einfach nur, damit ich das Vorfach hier komplett am Köder anliegen habe. Dass ich quasi keinen Steuereffekt, gerade bei so sonnigem Wetter, das ist klar, der Köder, der hat schon einen gewissen Glitteranteil, aber dieses Metallische, das glitzert halt im Wasser auch. Und einfach um diesen Störfaktor auszuschließen, dass der Fisch da irgendwie Verdacht schöpfen kann, schneide ich mir da einfach so kleine Stückchen ab. Das geht nur ganz schnell. Kostet auch nicht viel. Und leg halt so das Vorfach einmal vorne am Kopf und einmal in der Mitte. Leg ich das halt an, so dass es nicht mehr ganz so weit runterbaumelt. So dass es halt halbwegs anliegt und der Köder, der Fisch halt nicht so viel Verdacht schöpfen kann, dass da irgendwas faul am Köder ist. Das ist eigentlich schon alles. Bei uns gibt es leider Gottes nichts Neues. Wir hatten gerade noch einen Zander drauf, aber das ist nicht unser Zielfisch. Wir probieren es weiter auf Hecht mit großen Ködern. Peter ist weiter bei dem großen Jerkbait und 18 cm Gummifischen kurz vor der 20 cm Grenze. Das ist eigentlich eine Größe, die ihr bedenkenlos nehmen könnt zum Hechtangeln. Auch ein 50er, 55er Hecht sagt zu einem 18 cm Gummifisch nicht nein. Von daher keine Angst vor zu großen Ködern beim Hechtangeln. Und ja, hier geht's jetzt weiter mit großen Gummis, Jerkbaits und Spinnerbaits. Ja, das mal so als kleine Auswahl, die ich mir bereitgelegt habe zum Hechtangeln. Grundsätzlich relativ einfach, entweder Gummifische oder Köder, die Druck machen, wie hier die Spinnerbaits. Einmal in klein, einmal in groß und ein Chatterbait. Von den Farben her halte ich mich da auch ja, relativ einfach. Entweder was sehr Natürliches, wie hier zum Beispiel, oder die komplett andere Richtung. Einmal Schockfarbe, hier in einem Barschdekor, ultra UV-aktiv. Und auch bei den Chatterbaits entweder, beziehungsweise bei den Ködern, die viel Druck machen, hier der Chatterbait sehr natürlich gehalten, hier in so einem braunen Dekor. Auch hier so ein bisschen Weißfisch-Dekor, allerdings mit diesen UV-Akzenten. Oder dann der wirkliche Kracher hier, 65 Gramm Spinnerbait. Auch da habe ich schon Hechte mit ja, 50 cm drauf gefangen. Die Dinger genießen einfach in den letzten Jahren mein absolutes Vertrauen und machen einfach richtig Spaß beim Angeln. So, hat es auch nochmal geklappt. Kein Riese, aber wir wollten voll haben. Schnell übers Grout geschickt. Das ist ein 14er Köder. Hat funktioniert. Okay.
Leute, da hat der Peter noch mal einen rausgezaubert. Unglaublich. Geiler Abschluss des Tages. Und was für ein Abschluss das ist, das seht ihr jetzt. Leute, was ein Brett. Wahnsinn, die Nummer hat sich nochmal gelohnt. Wir haben es jetzt nochmal im Freiwasser probiert. Also abgefahren. Die Jungs, die scheinen sich echt die Bäuche im Freiwasser voll zu hauen. Absoluter Traumfisch, Wahnsinn. Was ein Fettsack. Hammer, geil. Wir haben jetzt die letzte halbe Stunde nochmal genutzt, um ein bisschen zu schleppen. Wir waren doch kaputt vom vielen Werfen und haben uns gedacht, hey, alles oder nichts. Wir essen noch ein Brötchen, quatschen ein bisschen und hauen mal ein paar Ruten raus mit großen Ködern dran und das hat super funktioniert. Ja, geiler Fisch, Peter. Wahnsinn. Super, super geil. Das soll es gewesen sein mit unserem Video. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Eindrücke geben, wie wir auf Hechte angeln in großen Gewässern. Lasst uns einen Kommentar da, gerne auch den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Ciao.